Hallihallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Get Even, wo wir in der letzten Episode wieder einiges zum Entführungsfall von Grace erfahren haben. Unter anderem, dass wir anscheinend Rose getötet haben und dass auch dieser Howard-Typ, von dem wir ja ganz am Anfang irgendwann mal die Corner Gun geklaut haben, der hat auch irgendwas damit zu tun und noch vieles anderes. Aber jetzt haben wir hier mal diesen Erinnerungsraum wieder hinter uns gelassen und können hier weiter. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne nochmal in unseren Überblicksraum, wenn man den so nennen mag, wo wir uns halt all die Erinnerungen nochmal angucken können. Denn ich möchte gerne wissen, wie viel ich beim letzten Mal so gefunden habe. So, wo war denn das da hinten? Okay, ich habe 100% hier, heißt also wieder ein neuer Code, der wahrscheinlich nichts mehr bringen wird, aber na gut. Trotzdem werde ich ihn mal schnell hier mit Stift notieren. 3, 8, 9, 2. So. Gut. Vielleicht bringt es uns jetzt auch noch irgendwas, dass wir den haben. Aber momentan kann ich hier sowieso nichts mehr machen. Wir sehen, eine Erinnerung ist noch übrig. Alles andere haben wir schon abgehakt, so ziemlich. Also gut. Dann wieder zurück in die Anstalt. Bitteschön, Dankeschön. Und dann erkunden wir weiter. Nee, Pistole will ich nicht. Ich möchte gerne mein Handy haben. Dankeschön. Dass es hier ein bisschen heller ist. Hallo. Oh, ich muss mal meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Die waren jetzt doch ein bisschen leise eingestellt. Da drin liegt eine Notiz. Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Da geht's nach oben. Juhu! Oh, ein Schacht. Was? Ich höre jemanden singen. Ich gehe da einfach mal rein. Ach, jetzt bin ich hier drin. Okay. Dann kann ich mir hier mal die Notiz hier angucken. Liebes Tagebuch, heute war ein schrecklicher Tag. Etwas Fürchterliches ist meinem Freund passiert. Wir haben einfach geredet und dann habe ich geblinzelt und er ist verschwunden und jetzt ist er weg. Er hat Big John allein gelassen. Ich kann in der Nacht seine Stimmen hören. Vielleicht lebt er jetzt in den Wänden. Auch ein schöner Platz. In den Wänden leben. Sicherlich ganz nice. Niemand stört einen, man hat seine Ruhe. Wenn der Typ die ganze Zeit diese Geräusche in den Wänden macht, dann ist das auch ein bisschen nervig für seine Mitbewohner. Da hätte er ruhig ein bisschen dran denken können und sich eventuell ein bisschen ruhig verhalten. Aber echt mal, was zur Hölle sind das für Geräusche? Alter, ey. Why lags when wheels are faster? Ist eigentlich ganz logisch, oder? So, Red, quatschst du hier wieder mit mir oder nicht? Da hinten hockt doch jemand im Käfig, oder? Da hockt tatsächlich jemand im Käfig. Long time no see. To see. There's the gift. Can you see? No. Was für ein Geschenk. I don't think you do. You see yourself as above everyone in here. Just another inmate. Stuck in the past. Stuck in here. Stuck in a rut. But then, you always were. It's why we're here. It's why we're all fucking here. Wieso reden hier eigentlich mehrere, wenn ich nur einen sehe? Kann ich den... Wo ist meine Kamera? Nichts gefunden. Na scheiße. Na dann weiter geht's. Durch diese Bruchbude hier. Ah toll, jetzt fangen hier schon wieder die Puppenteile an. Ja wunderbar.
Da geht's nicht rein. Ach. Ja, man muss der Puppe mal echt eins lassen. Geilen Arsch hat sie ja. Oh, hallo. Was hast du hier für mich? Munition? Na, da sage ich doch Dankeschön. Vielleicht, wenn ich hier Munition schon finde, dann sollte ich vielleicht auch... Oh, ach, du Motherfucker, ey. Ich hab's doch gewusst, hey. Wenn hier schon Munition zu finden ist, dann wird doch sicherlich irgendeine Scheiße passieren. Die Typen einen aber auch immer so überraschen müssen. Wow, die Tür kann ich nicht aufmachen. Könnte ich nicht einfach hier durchgreifen und von innen aufschließen? Nee. Okay, geht's hier weiter? Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier geht's weiter. Dann will ich aber doch gerne nochmal hier ein bisschen herumgucken. Und irgendwer ist hier noch immer am Herumschreien. Hallo, hallo, hallo? Oh Gott, das mag ich hier jetzt schon mal überhaupt nicht. Must be where they hold the art therapy classes. Therapy. In this place. Wieso ist die Tür jetzt zu? Was? Och nö! Paint is red. It should be black. The puppet master will not be pleased. Das ist aber nicht schön. Irgendwas. Must be the tech playing up again. What the fuck? Okay, ich glaube, das kann ich scannen. Kann ich wohl wirklich. Wird wahrscheinlich wieder irgendeine DNA-Spur sein. Keine Beweise, was? Ach, ich war nicht nah genug dran. Okay. Jetzt aber. DNA found. 42-year-old white male. White male? Kein Name dazu. Bin ich aber doof. Naja. Stand die Puppe hier vorher auch schon so? Ja, ich glaube schon. Das war doch die, die mir die Munition gab. Kann ich die scannen? Nee. Okay, dann öffne hier bitte die Tür. Toll. Ein bisschen schneller bitte. Dankeschön. Kommen hier noch mehr Verrückte angetanzt. Office, Büro. Juhu. Hallo Püppchen. Patient 219 klagt über häufige Kopfschmerzen und gelegentliche Ohnmachtsanfälle. Soweit ich weiß, erlitt er in den vergangenen 1-2 Jahren allerdings keine Kopfverletzungen. Wodurch werden also die Kopfschmerzen hervorgerufen? Sie sind psychosomatisch? Und wie steht es mit seinen Ohnmachtsanfällen? Stehen sie mit seiner Amnesie oder Depression in Verbindung? 219 ist für mich ein Rätsel. Er sagt, er fühle sich ständig für irgendetwas schuldig, macht sich Vorwürfe für vergangene Ereignisse, kann oder möchte aber gleichzeitig weder mir noch Dr. Benway genaueres mitteilen. Dr. Amanda Barnes. Was hat das zu bedeuten, mein Freund? Ich weiß es nicht. Hier ist nix. Hallo, hallo. Da hinten steht noch einer. Kann ich die aufmachen? Nee, kann ich nicht. Jetzt wird hier aber momentan ganz schön oft gespeichert, ey. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Kann das hier nicht lesen? Ich hätte gedacht, das könnte ich mir angucken. Irgendwas ist hier aber gerade. Das hat doch hier gerade megamäßig vibriert. Irgendwas ist hier in der Nähe, das ich scannen kann. Nee. Ja toll, jetzt ist die Puppe weg. Ja, scheiße. Was ist denn hier nur immer mit den Puppen los? Hier ist doch irgendwas. Und dann bin ich hier falsch. Und ich muss noch einen Raum weiter. Das könnte natürlich auch sein. Oh. Hallo. Okay. Oh, da strömt Gas aus. Substance recognized. Halothane anesthetic gas. Mhm.
Finde ich nicht so geil. Oh, da hinten ist schon wieder einer. Oder was zur Hölle ist denn das? Der dreht sich jedenfalls sehr schön im Kreis. Ja, das frage ich mich auch gerade, mein Freund. Was jetzt? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Leben die Typen noch? Das ist halt die große Frage. Ich möchte jetzt nicht, dass die auf einmal alle hier runterspringen und mich angreifen. Ich weiß nicht mehr. Kannst du sehen? Öffne deine Augen. Es ist eine Party. Und du bist der Gast der Honor. Mich? Warum? Was ist all das? Kannst du alle einfach mich allein lassen? Sagt der König durch seine Subjekte. Wer würde den Puppet Joe sehen? Der Puppet Joe für den Puppet Master. Sie haben so hart gearbeitet, worked themselves to death. It's all for you. Now you got me mistaken. I'm not your master. Oh. But you were. You always were. Now drink. Drink yourself blind. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee eigentlich. In dieser Situation, da könnte ein Drink echt nicht schaden. Er ist stets in der Nähe. Ich kann seinen Atem in meinen Nacken spüren. Er bringt mich um den Verstand, der Marionettenspieler. Er ist die Sonne unseres Lebens und stürzt uns des Nachts in tiefe Verzweiflung. Es ist wohl an der Zeit, meinen Schöpfer gegenüberzutreten. Entweder um sich ihn anzuschließen oder durch seine Hand zu sterben. DK. Ist noch immer die Frage, wer dieser DK eigentlich ist. Von denen haben wir schon öfters was gelesen, aber wer das genau ist, weiß ich noch immer nicht. Oh nein, Tür ist zu. Ja, scheiße. Okay, schön vorsichtig. Gucken, hier kann ich was scannen. Ist ja sonst noch irgendwas in dem Raum? Ich sehe zumindest nichts. Zumindest hier haben wir doch etwas. Cyanid ist natürlich ganz geil. Und das soll ich jetzt trinken? Oder was ist los mit dir? Das finde ich nicht so mega geil, Junge. Kann ich nicht einfach abhauen? Könnte ich abhauen? Hä? Das ist die große Frage. Ich möchte aber trotzdem gerne wissen, was passiert, wenn ich das jetzt trinke. Okay, kann ich nicht. Hm. Ich hätte gedacht, ich muss es trinken, weil ja er gesagt hat, ich soll mich um den Verstand saufen. Aber kann ich anscheinend nicht machen. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Lassen wir die Party hier mal einfach laufen. Nö, mach doch das jetzt nicht. Oh. Dieses bescheuerte Gas. Mann, ey. Auch wieder so eine Erinnerung. Oh, what the? Was war denn das jetzt? Ach, ui, Puppen, Puppen, Puppen. Geht weg von mir, geht weg von mir. Na, kommt nur. Wenn ihr weiter so schnurstracks auf mich einfach nur zuläuft, dann ist das alles ja kein Problem. Nee, nee. Bleib mal schön weg von mir. So, kurz mal umgucken, nicht, dass da von hinten eine Überraschung kommt. Oh, ja klar. So, mit den beiden da hinten? Hm, bringt nichts. Ah, ui, 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 ui. Nee, 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 Freundchen. Okay. Ah, oh, nein, nein, nein. Ach, man muss das echt sein mit diesen verdammten Puppen. Da wird mich doch sicherlich noch einer jetzt angreifen. Ja, sag ich doch. Und noch irgendjemand?
der eine Kugel zwischen die Augen will. Was mit dir da oben? Oh, hui! Okay. Hallo. Ah, okay, jetzt öffnet sich da hinten die Tür. Na, immerhin. Okay. Kann ich hier wieder zumachen? Das wäre mir ehrlich gesagt lieber, nicht, dass mich hier noch irgendjemand verfolgt. Okay, wir gehen langsam. Oh, hallo Püppchen. Boah, erschreckt mich nicht so. Okay, hier liegt wieder. Ach, jetzt geht's. Aber vorher noch ein bisschen umgucken, bevor wir uns das anhören. Aber gut, sonst ist hier nichts. Na dann mal abgespult. It seems as though the user of the Pandora may skew certain details if they make a conscious effort to reject the technology. Perceived resistance, order of events, conversations, even environments may all be distorted or even hidden. It's problematic, but the Savant should be able to debug any inconsistencies in the review phase. Okay. So ganz optimal funktioniert das Gerät anscheinend noch nicht, hä? Okay, jetzt ist die Tür zu. Kann ich hier weiter? Ja, okay. Evacuation Route. Das klingt doch schon mal ganz vernünftig. Neues Testsubjekt John Kay, ein Lehrer, der angeblich versuchte, eine seiner minderjährigen Schülerinnen zu verführen, wäre ein ideales Testsubjekt für die Pandora, vor allem, weil es ihm beim Reinwaschen seines Namens helfen könnte. Sobald ich bereit bin, werde ich ihn einen Besuch abstatten. John Kay, Moment mal, das war doch der Typ hier, der Puppenspieler, oder? Den wir doch auch mal getroffen haben. Was ist denn das hier wieder? Ach, das ist wieder der Typ, der im Käfig hockt. Every so often I get reminded that I really don't understand exactly what I've created here. It seems as though the human brain cannot occupy any simulated environment alone. In much the same way we're unable to sleep without dreaming, it seems the brain populates these areas somehow, typically with other humans. The nature of the populace seems to be directly related to the user's state of mind regarding the environment itself. Something to monitor. Okay, was ich jetzt gerade momentan auch ganz toll finde, jetzt fängt da draußen irgendwer gerade zum Rasenmähen an. Ich hoffe halt einfach mal, dass man das nicht hört. Und wenn doch, dann entschuldige ich mich dafür. Okay, Moment mal, von da sind wir gekommen, ja. Ist hier noch wohin? Oh, tatsächlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, die Tür wäre verschlossen. Okay, hier bräuchte ich wieder Code. Ich habe keinen Code. Oder habe ich hier irgendwo etwas vielleicht an der Wand, dass ich gucken kann? Nee, nix, nada. Na gut, dann probiere ich einfach mal die, die ich halt habe. Vielleicht funktioniert da wirklich einer. 2864. You needn't bother yourself with that now, Mr. Black. No. We may get there eventually. 0739. Stop wasting your time, Black. Auch nicht. Move on. Und der Code, den wir neu bekommen haben, 3892. I appreciate your curiosity, Mr. Black, but I'm afraid you're... Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber geht halt nicht. Okay, dann müssen wir jetzt wohl hier rein. Was laberst du? Okay, hier kann ich was tun. Hier ging es auch noch weiter. Geht das auf? Es geht auf. Scheiße. Okay, da gucken wir aber zuerst mal hier noch rein.
Ach, schon wieder ihr verdammten Puppen. Meine Fresse, ey. Ihr seid schon ein kleines bisschen creepy. Hier geht's aber auch noch weiter. Hier ist ein Knopf. Okay, dann guck. Hey, Dude. Wo kommst denn du auf einmal her? Verwandelt ihr euch auch? Wieso guckt ihr mich so doof an? Okay, die Puppe hat sich gerade in einen Menschen verwandelt. Ob diese uns angreifen wird oder nicht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode von Get Even. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.